Nach dem 4. vor dem 5. kommt der 3. Spieltag. Von der linken Angriffsseite. Unser Pfosten Schäbiger ist besetzt und dann Latte mit einer Hand. Abwehr, Puschki hat den Ball, zentral. Puschki mit langem Ball in den Strafraum, für Wendt. Wendt geht schnell bis zur Grundlinie, aber kriegt den Ball nicht mehr rum. Schäbiger sind hier und singen. Wendt kommt rein, ausgeköpft. Und die Schäbiger unterhalten den zweiten Ball. Die Version von Dani Heinze mit langem Ball in den Strafraum und Kessler zieht ab und geblockt. Oberziel. Welche Überraschung. So, Ecke kommt ganz kurz, ganz flach. Und Bayer wollte noch reinköpfen und Menschhoff zieht flach rein. Und dann Dani Heinze aus 20 Metern über das Tor. Hat Menschhoff mit Bayer zusammen. Und Bayer bringt ganz lange Ball auf Wendt, der jetzt mal auf die rechte Seite gewechselt ist. Und dann Schruschki zieht er aus halbrechter Position mit links. Anbieten, Wendt hoch zentral auf Heinze. Nein, Wendt im Strafraum gegen zwei. Halpe, behält den Ball, bringt ihn nach Mitte und dann rutscht er drüber. Das gibt's doch nicht. Kurz unter uns auf der Tribüne. Und jetzt geht er nach draußen, kommt lang auf den zweiten Posten. Kurz Ball von nach draußen nach der Zentrale. Und jetzt nochmal rein. Wieder kommt kurz auf. Und am Ende wollen die Chemiker schnell raus. Über die rechte Seite kommt Nordhausen, ganz schnell, über Kirschner. Der geht bis zur Grundlinie, bringt den Ball in die Mitte und dann muss man aufpassen. Gerade noch so geklärt, Fletcher im eigenen Strafraum und Klärer vorgefahren zum Seiteneinwurf. Haben wir gesehen im Pokalspiel, dass wenn sich das einfuchst im Laufe der Saison noch ein bisschen besser, dann wird das richtig gut. Jetzt aufpassen. Den Angreifer abgelaufen hat. Und das verliert den Ball auf außerhalb des Strafraums und dann wird er im Tor genutzt.
Kuschnik, der nochmal in die Mitte, aber zum Aufruf vor. Den hat der Hüter, Philo Berwig. Oberligaspiel hier im Albert-Kunz-Sportpark. Der FSV Wacker 90 Nordhausen bedankt sich bei 660 zahlenden Gästen. Und schön in der Nordhäuser Hälfte. Jetzt hier rechts. Nochmal zurück. Durchstein. Wieder auf Kamera. Jetzt Wendt. Ganz schnell. Wendt. Marschiert. Okay. Jetzt geben sie zentral zurück auf Bauer, der war schon an der Mittellinie, als letzter Mann, auf Götscher, Stein, an den Schönisch, an den Strafraum rein, und dann ist Bauer da, und der Chemiker am Spiel gedreht. Ich hol's für ihn noch auf. Ball kommt an den langen Pfosten und er wird abgepfiffen, Ball aufgestützt. Also ich würde mal sagen, Freistoßverhältnis ist hier 80-20 für Mauthausen heute. 90. Minute läuft. Freistoß, 35 Meter lang, halb links. Freistoß kommt flach in den Strafraum und dann Kopfball neben das Tor. 92 und eine halbe Minute sind dann. Stürmer. Abseits, Stönig, lupft den Ball, ihm nochmal Freistoß hier noch außen, bringt den Ball an den Strafraum heran, nicht ganz, und jetzt ist Schuss, Stönig gewinnt auch das fünfte Punktspiel in dieser Oberliga-Saison und sie sind einfach nicht mehr schlagbar. Wieder ein Spiel gedreht. In der zweiten Halbzeit wieder ein Kraftakt. Ja. Also wenn diese chemische Elf sich noch weiter einfuchst in den Kombinationen, Truschki hat da immer tolle Ideen, dann nimmt er Dani Heinze gerne mit. Wenn dann Omoti jetzt noch richtig dabei ist und Uri wieder fit. Am Samstag um 14 Uhr in Deutsch zu Gang. Und wenn ihr nicht da sein könnt, aber ich empfehle euch dringend, diese Mannschaft live zu erleben, live zu unterstützen. Es macht Spaß, am Ende. Immer wieder zurückkommt und immer wieder reinkommt. Ihr könnt, wer die Megafon in der Hand hält. Big Point wird hier gerufen von unserem Kapo und jetzt noch das gemeinsame Klatschen.